Oh Grusel, oh Grusel, heute geht's in die Hose. Lasst doch gern ein Abo da, ansonsten werdet ihr niemals Superstar. Ich bin Thomas Godoy und ihr sollt jetzt abonnieren. So. Okay, herzlich willkommen, meine ganzen lieben Freunde da draußen. Wir sind live in the dark pictures, the devil in me. Was bedeutet das, fragt ihr euch jetzt? Ich sag's euch. Das Spiel ist gerade oder kommt jetzt am 18.11.2022 raus. Wir sind ein bisschen early am Stissel, aber das ist ja auch mal was Cooles. Ne? Wir sind ja auch mal was Cooles. Also wir dürfen ja auch mal cool sein, so als Influencer, ne? Das Spiel ist bestickt, ist der, oder beziehungsweise ist der vierte Teil der ersten Staffel von The Dark Pictures Anthology. Und ich weiß noch nichts drüber. Die ersten drei Teile sind ja auch schon vorangeschritten und gone. Das, heute fokussieren wir uns hier auf. Soll länger laufen als die Spiele davor. Jeder Charakter kann sterben, ist eine Storyline. Ich hasse es, Entscheidungen zu treffen, aber ich muss sie heute treffen. Wegen mir werden vielleicht Leute sterben, vielleicht auch nicht. Wir schauen heute rein. Ich spiele allein. Das hat sich gereimt. Ich bin jetzt mal wirklich sehr gespannt. Weil ich kann manchmal nicht mit meinen Entscheidungen leben, die ich treffe. Ne? Aber das wird jetzt wirklich, naja. Das wird interesting. Cool. Wir drücken einfach mal, wobei, ich mach mal ganz kurz die Musik oder generell das Spiel ein wenig leiser. Weil das hat mir eben schon heftigst die Ohren weggeballert. Wir gehen mal hier auf Audio. Nee, nicht Soundbar. Gesamtlautstärke erstmal auf 50. Ja, speichern. Cool. Ich habe Angst. Aber das sollten alle von uns haben hier. Ich spiele allein. Gut. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Okay? Solo-Story. Das World's Fair Hotel. Aha. Anscheinend sind wir in einem Hotel. Cool. Ich würde einfach neue Story klicken. Ich bin nachsichtig, herausfordernd, tödlich. Ich würde sagen herausfordernd. Das ist in Ordnung. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich liebe Gruselspiele. Abonniert meinen Kanal und folgt mir auf Twitch, ihr Keks. Achso, ja, ich will mit Controller spielen. Entschuldigung, manchmal verwandle ich mich einfach random in eine Hexe. Ihr wisst, wie das läuft. Das Leben ist wie ein... Das Leben ist wie eine Schüssel mit Chili con Carne. Leicht dickflüssig, mit Stückchen, aber lecker. Shh. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Oh mein Gott, das war übel gut. Manche Entscheidungen retten Leben. Geht weiter. Andere sind tot. Wähle weise. 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt bin ich gespannt. Ich versuche es gerade. Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen. Das sollte unsere oberste Priorität sein. Was immer dich glücklich macht. Du machst mich glücklich. Du machst mich glücklich, Schatz. Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag Ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben. Ich werde dich dran erinnern, Liebling. Also es spielt zu einer... Zu welcher Zeit spielt es? Es wirkt sehr ich glaub, old. Wir sind da. Ich muss dazu sagen, ich habe bisher wenig Erfahrung mit den Teilen. Ich glaube, ich habe zwei Teile komplett gespielt. Ich bin mir nicht gerade ganz sicher. Ist das nicht grandios? Wie angepriesen. Sehr schön. Wow. Tch,
Checken das ist das Hotel ein. Jetzt, ja? Let's go. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, circa zu den 1900er Jahren Anfang. Ja. Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Bing bong. Versuch's nochmal. Bing bong. Als wenn dann jemand spawnt. Aber eigentlich ziemlich cool. Oh. Das ist ein Skelett. Digga, wenn du wüsstest, ich... Das lässt ja nicht gerade drauf hoffen, dass der Service hier erste Sahne ist. Beruhigend. Nee. Lass uns nicht bis morgen früh warten. Tragen wir uns ein und gehen los. Wir gehen nirgendwo hin, wenn uns niemand eincheckt. Wenn sie langsam sind, bedeutet das nur, dass sie okay, alles ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit meine Quicktime-Events hier verpasse. Immer den Silberstreif. Ich bin Marie, by the way. Seht ihr es? Ich bitte um Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Tag. Für das Erschrecken und für das Warten. Er sieht so aus, als meine Aufmerksamkeit wurde als wäre Unternehmer. Anderswo benötigt. Ich würde Sie gerne einchecken. Ist das in Ordnung? Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Willkommen. Wie schelmisch die gelächelt haben. Bitte. Unterschreiben. Okay. Erstes Mal in Chicago? Ich wage eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier. Die Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Welche Ausstellung aber? Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Flitterwochen? Hochzeitstag? Ach, Flitterwochen. Flitter Weeks. Ausgesprochen wunderbar. Ausgesprochen wunderbar. Junge, er lächelt immer. Vielleicht mag meine Frau, er lächelt immer richtig Whitman, ja, unterschreiben. Oh, ich freue mich total. Ja, heute beginnen unsere Flitterwochen. Was jetzt? Glückwunsch. Da World's scheint Fair mir Hotel. Ein Upgrade angebracht ich zu sein. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich schreiben die soll. Die Flitterwochen-Suite. Ach so. Oh, ist die denn viel teurer? Stimmt. Keine Sorge. Sie kostet... Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich musste nur kurz einen anderen Controller anschließen. Genau das Gleiche. Ein Geschenk des Hauses. Sie sind unsere ersten Digga, der Controller ist angeschlossen. Das Bad ist sauber. Melton. So. Wie großzügig. Vielen Dank, Mr. Holmes. Henry Howard Holmes. Sie Henry haben ein reizendes Hotel, Mr. Holmes. Oh, vielen Dank. Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut. Henry. Dann sind Sie Architekt? Ist das irgendein... Architekt? Kreativer? Bauherr? Doktor? Holmes? Künstler? Ich habe so einige Interessen. Beeindruckend. Er macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Bitte, sehen Sie sich doch um. Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter. Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist. Ich mag seine Krawatte. Schreiben Sie einfach auf. Also nee, jetzt reicht's mir aber hier sowas von. Ich rufe gleich die Polizei. Also wenn das jetzt nicht... Geh da jetzt ran und hör auf rumzumeckern. Nee, gut, dann spiele ich mit dem anderen Controller. Blödes Arschkind. So, der lässt mich nämlich nicht im Stich. Wenn Sie etwas kaufen möchten und wir setzen es auf Ihre Rechnung. Vielen Dank, Mr. Holmes. Er ist so eine Grinsebacke. Das ist sehr freundlich. Es ist mir ein Vergnügen. Irgendwie hat er... Ich hab das Gefühl, er wird uns umbringen. Oder zumindest versuchen, umzubringen. Oh, er sieht traurig aus. Er starrt mich an. Also, was habe ich vergessen mitzunehmen? Was ist denn das hier? Was ist denn das rechts hier? Face Powder?
Was ist das links? Bath Milk, Bademilch und Gesichtspuder. Ich würde jetzt mal Gesichtspuder nehmen. Das ist tatsächlich Gesichtspuder. Kurs aktualisiert. Okay. Oh, Entschuldigung, Miss. Vorsicht. Guck mal, wie er lächelt. Sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Das muss ja ein ganz schlimmer sein. Wie läuft denn die Ehe? Wunderbar. Oh, die machen noch so ganz viel Späße und so. Die sind ja mega süß. Gehen wir doch einfach hoch. Das Zimmer ist bestimmt fertig. Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Oh. Würdest du wohl gern wissen. Schmuck? Okay, und was ist jetzt mit... Achso, die Klingel. Die Klingel ist der Mörder. Nee. World's Fair Hotel. Gut. Was wohl hier drin ist? Rattlin's Suite. Langsam glaube ich habe einen Adrenalin-Junkie geheiratet. Riesenräder. Verbotene Zimmer. Suchen wir nach Nervenkitzel? Vielleicht. Vielleicht. No, da sitzt jemand. Nur ein unfertiges Zimmer. Hä? Siehst du, sind die da jetzt einfach reingegangen? Sind die, die sind noch kacke. Wenn du versuchst, dich vor dem Riesenrad zu drücken. Ich kann dir nichts abschlagen. Warte. Das macht man aber nun wirklich nicht. Einfach in einen random Raum rein, also. Nicht bewegen. Oh mein Gott. Das ist jetzt Quicktime-Event. Ist bei Xbox-Controllern Y oben oder links? Nee, Y ist so oben bei Xbox-Controllern, ne? Oh fuck. Verzeihung. Was ist denn jetzt passiert? Verlaufen? Vielleicht. Oh, oh, ich hab verkackt, oder? Dieses Zimmer wird renoviert, es ist nicht sicher. Natürlich. Wir. Sie haben wohl das Schild übersehen mit der Aufschrift Privat. Vermutlich. Tut uns sehr leid. Sie wollen doch nicht etwa durch den Boden brechen und als Fallobst enden, oder? Ich hab das Gefühl, du willst das. Nochmals. Tut uns sehr leid. Nicht doch. Ich bin nur um ihre Sicherheit besorgt. Ich glaube, ich habe gerade tatsächlich verkackt beim Atmen, ja. Er ist wirklich creepy. Ich habe irgendwie Angst, dass er meinen Kopf mit einem Klappstuhl einschlägt, wie beim Wrestling. To be honest. Ich hoffe, das tut er nicht, aber, ne? Liebe Frischvermählte, willkommen. Boah, das ist ja ein schickes Zimmer. Danke vielmals, Mr. Holmes. Er hat sich gerade ein bisschen angehört wie ein... Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Minecraft-Dorfbewohner. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Aber welche Arbeit? Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Junge, er ist fucking creepy. Er ist wirklich fucking... Meine Güte, das würde ja einem König zur Ehre gereichen. Oder meiner Königin. Du Charmeur. Oder meiner Königin. Küss das. Hat sie ihn überaus unschicklich von hat dir. Sie ihn gerade einfach mit einem Kissen geschlagen? Hey! Ah, Volltreffer! Du hast es so gewollt. Oh shit! Yee! Sollte ich etwa Angst haben? Wenn du klug bist. Sie ist ausgewichen. Muss ich ihn jetzt nochmal treffen? Okay. Ciao. Gnade, Gnade. Okay, du hast gewonnen. Das ist E-Sport. Das mein Stolz ist verletzt. Wie wär's mit einem Friedensangebot? Das könnte ein verräterischer Trick sein. Auf keinen Fall. Ich habe ein Geschenk für dich. Jetzt bin ich aber gespannt. Augen zu
dreh dich zum Spiegel. Oh, oh. Wie schlau und romantisch. Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Was schenkt er ihr? Gibt es ein Problem? Nein. Eine Kette. Eine Kette. Es ist eine Kette. Öffne die eine Augen. Kette. Eine Kette. Ja! Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Gut. Der Sieg ist mein. Ich schenke irgendwem etwas. Oh, ich mag's. Baden. Gut. Oh, da ist eine Kamera. Nee, ein Guckloch. Oh ja, das ist wahnsinnig creepy. Was ist denn jetzt schon wieder? Will sie jetzt schon wieder in den Raum? Bro, was machst du? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum wollte sie jetzt in den Raum dort rein? Die Tür klemmt. Vielleicht, wenn wir uns dagegen stemmen? Ist das die Küche? Sesam, öffne dich! Danke. Da frage ich mich, was passiert wäre, wenn ich das verkackt hätte. Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach ach so, das können die Toilette. Wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch und auch ganz schön verboten. Rasieren. Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben Sie bestimmt welches. Trödel nicht zu lange im Bad. Okay, keine dann Sorge. Ist meine Mission jetzt wohl Rasierschaum holen. Oder Rasierzeug. Whatever. Jeff. Ach, wie schön. Frisch vermählt bin ich hier in diesem Gang. Eine Uhr schmückt den Weg. Wenn doch nicht mein stoppliger Bart wäre. Zum Glück ist dort oben die Lobby ausgeschrieben. Oh, und die Kunst. Ich bin ein Liebhaber von Kunst. So wie meine frisch vermählte Frau, die gerade badet. Das ist ein Haus mit grünem Schein, so wie ich es gerne mag. So. Ach, ist das schön. Grüne Tapete. Wirklich schön. Doch! Schiffe! Genau meins. Gut. Dann lass uns doch gerne mal zur Lobby. Mein Bart, er juckt. Es juckt mich im Barte. Ach, ist das gemütlich. Ich kann das Holz in den Wänden oder an den Wänden fast schon riechen. Ha. Kuckuck. Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Stimmt, wo ist denn die Lobby? Bin ich an der Lobby vorbei? Nee, oder? Ich gehe mal da hinten hin. Mensch, da habe ich mich anscheinend im Ausgang vertan. Das kann ja irgendwie nicht sein, ne? X. Was? Wow! Holy shit! Oh mein Gott. Marie! Okay, das ist jetzt sehr schnell eskaliert. Ich habe ihn gerade fast verloren. Ich hätte ihn fast schon umgebracht. Wenn können Charaktere Objekte aus ihrem Inventar ausrüsten, drücke blablabla zum Ausrüsten eines Objekts. Ja, nee, warte mal. Ich habe jetzt die Face-Maske. Ich habe gar nicht den Badeschaum. Oder die Bademilch. Was hat sie jetzt gemacht? Warte, kommt da vielleicht Säure raus? Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst. Ist das so ein Hotel? Ist das einfach nur so ein Hotel, wo man einfach stirbt? So ein... Ich hab tatsächlich gerade niemanden gesehen. War da irgendwo jemand? Warte mal, wo guckt sie hin? Ein bisschen Angst habe ich. Bist du das, Liebling? Ach du meine Güte. Jeff? Ah nee, ist der rote Anzug. Oh, spielen wir noch ein Spiel?
Prüfen. Ich prüfe jetzt mal. Na gut, Mr. Hinterlistig. Das klappt nicht, Mr. Holmes. Hallo, was Liebes. Tut sie hier drin? Jeff! Ich glaube nicht, dass er sie hören kann. Lass! Hände weg von mir! Aber ich bin noch nicht fertig. Nicht wehren. Dann tut es nur noch mehr weh. Was? Was haben Sie getan? Beruhigen Sie sich, Sir. Ihre Frau hatte wohl einen Unfall. Gibt es ein Problem, Sir? Eieiei. 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 Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist das so eine Säuredusche? Ah ne, Gas. Ja, toll. Was will ich mal mit Säure? Er blutet aus allen Öffnungen. Sie verschwenden ihre letzte Chance, ihm zu sagen, dass sie ihn lieben. Marie! Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten... Alter. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, das war jetzt ein Intro. Ein Platz für alles. Lasst ein Follow da. Alles. Leute, hier gibt's nur so tolle Sachen. Lasst ein Follow da. Sieh dir das an. Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling. Mutter würde tot umfallen. Es ist so Verzeihung, opulent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Hallo. Willkommen im World's Fair Hotel. Ach du meine Güte. Er hat eine Feder fallen gelassen, ne? Aber ich kenne den noch. Ich kenne den noch von den anderen Teilen. Oh. Sie sind da. Ja, schön. Haben Sie lange gewartet? Tatsächlich geht's, alles gut. Willkommen in meiner Schatzkammer. Sie ist voller Geschichten. Jede dunkel, unheimlich, erschreckend. Tatsächlich, ich bin der Kurator. Moin. Also, du kennst mich ja schon. Ich hoffe, dir geht's gut. Also, siehst gut aus. Naja, komm zum Punkt. Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Ja, same. Gerade lange war ich ganz allein. Same Corona. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert, wenn keiner sie erlebt? Und deshalb sind wir ja hier gerade. Diese Geschichte handelt von Künstlern. Und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Wohin denn? Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Ja. Entzücken, Inspiration, Begehren. Ja. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Tatsächlich, ja. Ihre Reaktionen und ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden sie Bilder finden. Diese Bilder? Geben Hinweise auf mögliche Folgen ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen.
Sie sind verantwortlich dafür. Sie trifft die Schuld. Ich greife nicht ein. Ich darf es nicht, so sind die Regeln. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Okay. Oh. Wissen Sie, was das ist? Sehr alte Münzen. Ach so, man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt. Als Fairgeld. Okay, warum erzählst Halten du mir sie das? Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Aha. Also dann wollen wir. Sehr. Das Spiel hat begonnen. Sehr, sehr ich gerne. Ich beobachte sie. Also, basically, wir können überall verteilt in der Story so Bilder finden. Mein Name ist Kate Wilder. Ich habe die geben uns Hinweise auf mögliche Folgen und Münzen. Ich bin und erste Geschichten erzählen. So, jetzt halte ich meine Klappe. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Blablabla. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme, so wie jeder andere. Ich arbeite daran. Ich... Wer ist jetzt? Hey, ich bin Mark. Ich habe an der UCLA Fotografie studiert. Das war super. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Ich liebe Fotografieren. Aber ja, es ist ein Job. Tatsächlich. Ich verlange Keygrip und Beleuchterin. Ich löse Probleme und beleuchte. So jemanden trifft man nicht oft. Mann, wie fängt man da an? Sie ist Beleuchterin. Ich habe es satt, allein zu sein. Ich auch. Sorry, fängt man mit Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil, ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Kein Plan. Ja, Charlie Lonnet, bin aus England. Ich bin seit 20 Jahren hier. Die letzte Serie lief so gut, es war eine sehr schön konzipierte und, Wo gucke ich denn das gerade? Aber, nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Total Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich denke, wir haben genug gehört. Genug? Da, ist er das? Nee. Oh, ich fange gerade erst an. Sie verstehen nicht. Ach, Sie haben ihn gefunden? In meiner Seele wohnt der Teufel. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Das ist doch gar nicht der Typ von eben, oder bin ich dumm? Begaben Sie mich, euer Ehren. Das ist doch gar nicht der Typ von eben. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Das ist doch gar nicht der Typ. 1896. Wurde Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, dem Strick zugeführt. Ja. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Das ist safe, der sieht doch komplett anders aus. Amerikas erster Serienmörder gestand 27 Morde. Der sieht doch ganz anders aus. Als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. Amerikas erster Serienmörder und vermutlich der schlimmste. Er wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, guckst du mich an? Wieder zu morden? Ach so, ist eine Fernsehsendung, alright. Ja, krass. Aber der Typ sah gerade anders aus. Bin ich early. Was meint ihr? Ah, das war ein Schauspieler. Das war ein Schauspieler, die haben die Scheiße gedreht. Ich bin dumm. Ganz ehrlich, Charlie. Hey, ich wollte gerade sagen, das war nur ein Film oder so. Merkt ihr das? Ich hoffe, die gehen in das Hotel. Charles Lonnet, bitte. Bin dran. Einfach Charlie. Mein Name ist Grantham Dumet. Was kann ich für Sie tun, Mr. Dumet? Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Hören Sie.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dumet. Das hört sich alles toll an, aber... Ja, ja, Sie gehen in das Hotel, wetten. Aber ich warte nur auf den Haken. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich bin privilegiert. Ich brauche nicht viel. Aber meine Zeit ist knapp bemessen. Es muss heute sein. Ich schicke einen Wagen heute Nachmittag, 4 Uhr. Bis okay. dann. Nachmittag? Wir reden hier von ein paar Drehtagen. Mein Team geht davon aus, dass Sie dieses Wochenende frei haben. Und Sie sind ziemlich aufbrausend. Ohne Sie wird sich das erledigen. Die fahren safe in das Hotel, oder? Wir... Also ich bin mir fast sicher, dass Sie in das Hotel fahren. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Ja. Mach doch, was du willst. Sind dabei. Ich regel das. Versprochen. Los geht's. Okay, das sind auf jeden Fall unsere 5 Charakter. Mr. Dumet schickt Sie? Der... Gut. Ja, ja, irgendwas ist da faul. Ich mach schon. Geht schon. Irgendwas ist da absolut faul. Sorry. Aber obviously, ne? Wirklich? Ich meine, das ist dieses Ringlicht für schöne Porträts. Wir können es zurücklassen, okay. Oh, wetten gleich. Abenteuer, Spannung, Leute. Werden die alle betäubt mit Gas oder so? Spannung. Dabei? Ausflug. Yay. Was soll das denn? Juhu. Hurra. Das wird super. Dankeschön, Mo, für deinen Sub. Erfahren wir, wo wir überhaupt hinfahren? Magst du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Der Picker. Ganz genau. Ich, absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Oder das zum war Friedhof. Komplett deine Schuld, nee. Weil du immer dein Hirn ausschaltest. Also... Schieß los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Er ist reich, er lebt zurückgezogen, ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Anwesen, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war so, von Holmes besessen. Der Typ ist besessen Einige von dem Zimmer Holmes und hat sein Haus so umgebaut wie so ein Killerhaus. Blaupausen, Dokumente, Artefakte. Als ich sagte, das rettet die Show, meinte ich das verdammt ernst. Und das alles hast du überprüft? Hey, vertrau mir einfach. Nö. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, aus Sicherheitsgründen Ihre Handys wegzuschließen. Es mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen Gehört könnte, die mein Geschäft Plan? Beeinflussen Wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Nee, der es bringt gibt die um. Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Ich bestehe darauf. Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns Dieses anbietet, Ding ist vorne an meiner Zunge fuckt mich ab. Ich habe da so eine Afte oder so eine offene Stelle, so ein Zungenpickel. Ey, wenn das alles Gott. Ist, machen wir das. Ja. Na schön. Für die Show. Das wird genial. Ihr werdet noch sehen. Hast doch in Topeka gesagt. Aber man muss sagen, zugegeben, die wissen ja nicht, dass da ein Psychotyp ist, der sie umbringen will, ne? Also, wer bringt denn heutzutage Leute in seinem großen Haus um? Cool. Wir sind da. Ach, sag bloß, wir müssen mit einer Fähre darüber. Wenn er so reich ist, warum hat er dann keine Bediensteten? Hilft der Typ da? Nee, im Ernst. Ich mach das schon. Danke, Bro. Nur kein Stress. Klappspaten. Kommt jetzt eine Fähre? Gut. Und was jetzt? Ja. Ich möchte ein paar Aufnahmen vom See und der Landschaft machen. Nicht mit dem ganzen Nebel. Da, von oben haben wir bessere Sicht. Das ist ziemlich weit oben. Ach, sollen wir jetzt... Wird aber super aussehen. Sollen wir jetzt wir warten? Wir können über dem Nebel filmen. Charlie, du hustest dir unterwegs einen halben Lungenflügel raus. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Mark, das ist verrückt. Wird schon. Gehen wir, Charlie. Seid vorsichtig. War schön, euch zu kennen. Sollen wir jetzt warten, oder wie? Warten, bis das Ding kommt. So, jetzt können wir erstmal wieder ein bisschen quatschen. Ach, ist das schön. Mit meiner Crew hier, ne?
Ah, Treppe kaputt. Beine tun weh. Aber naja. Lass uns mal schauen, was das hier noch hinter sich hält. Ne? Hier, schöne Räuberleiter. Aber nicht, dass jetzt hier einer schon auf dem Weg stirbt. So. Scheiße, war da unten vielleicht irgendwie ein Foto oder eine Münze? Hätte ich nochmal gucken können, ne? Fuck. Ja, scheiß drauf. Wird schon. This way? Hat er gerade gesagt, this way? Gut. Gehen wir hier mal lang. Hey, Leute! Beeilung! Schon dabei! LB zum schneller gehen, also hier lang. Also anscheinend warten wir jetzt auf die Fähre. Der ganze Scheiß hier ist im Arsch, aber wir denken uns... Mann, ist das laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber... Oh, so viel zu Plan A. Warning. Wir müssen drum herum kommen. Cliff Erosion. Na los. Okay, hier vorne geht's auf jeden Fall nicht lang. Alles für die Aufnahmen. Nur weil du jetzt eine tolle Landschaftsaufnahme willst, möchtest du jetzt hier lang. Oder wow. Also ich als dein Teammember wäre da ein bisschen sauer. Hey, gerade Mann, wenn hier überall alles im Arsch ist. Ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Film oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. War die Folge eine Katastrophe? Ja. Es scheint so. Scheint so. Das okay, Timing! Ganz ehrlich, ich hatte gehofft, wenn ich hier so weit weg von allem hat bin, das jemand gehört? Vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das gut sein? Naja, bisschen runterkommen. Das ist nichts für mich. In memory of the victims of the great storm of May 1st, 1907, in which 187 Leben were lost. The crew and passengers of the SS Kassa, Cassiopeia. The crew and passengers of the SS Cassiopeia, which crashed into the rocks at the base of the cliffs. So. So. Jetzt sag bitte, dass wir hier nicht fallen können. Ich will nicht fallen. Alter, ich bin so ein Sportler. Habt ihr das gesehen? Okay, hier ist eine geheimnisvolle Tür. Aber warum gehen wir denn jetzt hier oben zu dem Kackleuchtturm? Das macht ja irgendwie... Weiß nicht, ob das Sinn macht. So, jetzt. Ja, da. Ich wollte gerade sagen, da kann man sich doch safe durchquetschen, oder? Feuerzeug. Aha. Cool. Hey, wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Schnitt. Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Dich im Schnitt. Ich schaff den Schnitt so auch allein. Ist so geil, wenn man Kollegen aus der Branche sitzt. Eine Auszeit. Wenn man Kollegen... Warum bin ich denn jetzt so groß? Wenn man Kollegen aus der Branche hier so kennenlernt. Eine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. So. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast. Warum hier sollte ich meine Job. Frau im Schrank mit dem verstecken? Job verheiratet. Und wie läuft die Ehe so? So, ich frag mich jetzt, könnte ich theoretisch... Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich. Könnte ich theoretisch hier jetzt schon sterben, frage ich mich. Mit dem Job. Ich will es gar nicht ausprobieren. Das wäre ein wenig hilarious, wenn ich hier schon sterben könnte. Aber wollen wir es mal nicht riskieren. Werde ich jetzt erschreckt? Oh, das ist so eine typische... Ich werde jetzt gleich erschreckt. Scheiße, was zur Hölle ist das? Eine Puppe. Naja, die hängt hier ab. Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Ja, das wird's wohl sein. Ich sag's doch.
Ich sag es doch. Das ist so eine typische, ich werde gleich erschreckt Situation. Ich bin tatsächlich wegen dem Sound doch ein bisschen zusammengezuckt. Aber nicht so doll. Jesus Maria. Ah, ist das schön hier oben, Mama. Kommst du? Ja. Ich renn mal hier kurz ein bisschen. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Ist mir nur aufgefallen. Komme. Ist das denn das Haus? Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug überschneidet sich. Das hältst du dir sicher? Cool, ne? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Aber wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Aber wo ist denn hier... Wo ist denn hier Dings? Hier komme ich nicht durch, ne? Verschlossen. Komm, gib noch einen Weg. Sicher? Ich sehe gerade, da oben ist die ganze Zeit meine Maus. Optimistisch. Okay, gut, dann gehen wir da vorne durch die Lücke, I guess. Oder hier durch? Wo können wir denn lang? Ich gehe mal hier lang. Ich guck mal, was hier ist. Irgendwas wird hier schon sein, I guess. Können wir hier rein? Moin. Ist verschlossen, ne? Eine verschlossene Tür. Mach ich selber. Ich hoffe, du lebst noch. Cool. I guess wir gehen jetzt hier durch. Und dann hier runter. Ach, schön kriechen. Na toll. Nee, jetzt erschrecke ich mich aber nicht nochmal. Das wäre jetzt zu offensichtlich. Digga, aber warum gehen wir jetzt hier rauf? Einfach aus Spaß jetzt, weil wir Bock drauf haben, I guess. Ich hab's nicht hinbekommen. Jetzt aber nochmal. Was habe ich jetzt gefunden? Eine Truhe. Sieht ziemlich alt aus. Was habe ich hier? Ach, ein Dietrich. Krawattennadel. Eine Münze! Nur eine alte Münze. Hals und Beinbruch. Eine alte Münze, zack, gefunden. Hey. Okay. Tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Ach, das macht doch nichts. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. So, hier ist wieder ein beweglicher... Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Hier ist ein beweglicher Mülleimer. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen. Danke, Schatz. Nee. Geh mal wieder runter. Geh mal wieder runter, Schatz. So. Du schiebst es jetzt, das Ding. Muss ich das jetzt ziehen oder was? Ich will da oben ins Fenster. Come on. Hallo. Wo kann ich denn das jetzt ziehen oder schieben? Hier? Tatsache. So, gerne einmal hier so ran. Zack, loslassen B. Ich habe jetzt vorne noch eigentlich noch nicht alles. Eieiei. Ach komm, warum gehst du wieder runter? So, langsame Drehung und rein da. Nur ein kleines bisschen Anbruch. Und du läufst noch frei rum? So, mein allerherzliches Willkommen in meiner bescheidenen Wohnung. Hier werden tolle Dinge gemacht. Scheiße, was zur Hölle ist das? LT.
Was war das? Schön, dich kennenzulernen. Ich habe nicht gesehen, was es war. Ich habe literally nicht gesehen, was es war. Fuck. Was ist das? Da ist gerade ein Boot gegen einen Stein gefahren. Warte mal. Das wollen wir jetzt nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal, würde ich behaupten. Stattdessen gehen wir jetzt hier schön durch. Hier muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Digga, jetzt. 10 Liter Desinfektionsmittel. Jetzt mach hier kein Wohnungsshaming. Hat sich wie ein Hund angehört, ja. Okay, wir gehen mal hier hoch. Hier wird ja schon nichts Blödes passieren, oder? Ew. Ew. Holy shit. Das ist schon anders ekelhaft. Was ist das hier? Hier ist eine Leiter, hier ist Strom. Wo ist mein Mate? Warum stöhne ich so laut? Ich habe so viele Fragen. Merkt ihr das? It's gonna be okay. It's all gonna be okay. Sieh mal. Das ist perfekt. Na komm, film los. Ich weiß nicht, er hat plötzlich einen komischen Outburst bei bilingualen Outburst. Ist das sein Haus da drüben? Sieht so aus, oder? Da, unser Taxi. Los, gehen wir lieber zurück. Warum bin ich jetzt hier hingegangen? Why? Ich bin jetzt einfach da hingegangen, weil Bock, oder? Ist er das? Keine Ahnung. Nee. Wir haben nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich hab gar nicht gefragt. Seltsam. Ja, jetzt. Spielen wir einfach mit. Okay? Fucking Red Flag. Fucking Red Flag, Leute. Ist er das? Nee. Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Moin. Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Ist er das? Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Ja, er ist auch schon wieder ein bisschen... Er ist auch schon wieder ein bisschen... Da ist was faul, Friends. Da ist was faul. Da ist was faul. Das ist sus, Leute. Wie hoch ist die sus-Chance? Schreibt's gerne in die Kommentare und in den Chat. Wie hoch ist die sus-Chance? Ist das sus? Ist schon sassy, oder? Der stinkt nach Lachs, ja. Yep. 70% sus, ja. So, schöne Ankunft. Okay, who this? Nee, das ist ja aber safe nicht. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist das hier gefährlich? Nein, Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, Friends. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Sass. Sass. Atme tief und langsam, Charles. Huste dir bitte kein krankes Lungengewebe raus. Schon okay.
Stell dir einfach vor, da oben wartet eine Packung Kippen. Hast recht. Gott sei Dank. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von hier fernhalten will? Digga, er hat da drin Menschen, die er foltert und frisst. Ihr seid die Nächsten. Und ich, euer Leben liegt in meiner Hand. Yui! Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte. Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Ah, Lüge. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Aaron? Klingt alles gut. Nice. Okay, richtig schönes Kamerateam, Friends. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus. Und lauf los. Boah. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich... Cinematisches Masterpiece. Hier lang. Absolut Banger. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Wer ist das? Das ist 100 pro der wahre Psycho da hinten. Das ist 100 pro der wahre Eigentümer, der alle abmuckst, oder? Der Typ mit der gelben Jacke, Mr. der ist... Mr. Dumet ist ganz schön streng. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Ja. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Was hat sie mit den Cops gemacht? Was hat sie mit den Cops gemacht? Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Oh, ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los, ich erkläre es dir später. Warst du wieder im Schauspielunterricht? Ja, ja. Ah, was will Charlie? Mein Bein! Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Auis. Okay. Ja, dann lass uns doch mal schauen. Ne? Dann lass uns doch mal schauen. Da! Ah! So, erschrocken. Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Nee. Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Nee. Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Nee. Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Informationen findet? Nee. Hältst du das für möglich? Nee. Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Okay, gehen wir jetzt hier einfach... Aber das rettet uns nicht. Durch? Gehen wir jetzt hier einfach rüber? Jupp. Machen wir einfach. Bit of a scramble. Junge, die sind so bilingual, Friends. Watch your head. Müssen wir jetzt hier hoch? Alter, wo? Also der Typ, egal was er macht, mit diesem gelben Kittel da, Gartenarbeit ist es nicht. Das sieht hier aus wie irgendwie, also... Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Ja. Hopp. Hopp. Fall bitte nicht runter und stirb, ja? Möchte, dass Mark noch heult. Deine Sorge rührt mich. Echt.
Gar kein Stress. Gar kein Stress. Alles gut, alles gut. So. Hat Ellen. Jetzt musst du mir nur noch nachmachen. Was ist, wenn ich dich schubsen würde, hä? Entschuldigung. So. Ansehen. Was ist das denn? Wo das wohl hinführt? Gute Den Frage. Hügel hoch und runter. Ja, aber was liegt am anderen Ende? Aber was ist, also das Ding ist, die Typen, die anderen sind da jetzt reingegangen, um was zu holen. Oder? Das heißt, sie sind doch gleich zurück. Also, die versauen sich doch im Prinzip mit dem, was sie gerade tun, ja alles, oder nicht? Oder? Die versauen sich doch die ganze Sympathie, theoretisch. Leben Sie hier draußen auf der Insel? Runter! Mit Ihrer Familie? Meine Frau ist... Sie starb. Oh, scheiße. Oh, weia. Tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Kommen Sie. Wir sind gleich da. Warum ist sie jetzt im Kreis gelaufen? Sie haben uns nicht entdeckt. Na los. Das ist doch bescheuert. Hier draußen ist nichts. Doch, doch. Die werden gleich einen Leichenhaufen sehen. Ich kann's schwören. Ich schwöre. Gleich hier irgendwo einen Leichenhaufen. So. Hier, in diesem Haus. Leichen über Leichen. Vertraut mir. Nee, doch nicht. Gibt's hier noch was anderes zu sehen? Hier drüben beispielsweise. Hier ist eine kleine Lücke, da kommen wir aber nicht durch. Können wir hier rüber? Ich denke. Yay. What about over there? What about over there? Bilingual, Freunde. Da ist wer im Gras, im hohen Gras. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Ja, aber das ist ja jetzt auch relativ wenig mein Problem, oder? Einen Job sucht man sich ja immer aus. Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Du erinnerst mich an ein beschissenes Zeltlager, immer. So, haben wir es ihr wieder mal gegeben. Ich bin schlagfertig heute. Okay, wo sind wir jetzt? Sieht ja alles ein bisschen mittelalterlich aus, ne? Also ein bisschen sehr. Hier ist Strom. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Was ist das hier? Das ist hier ein Rätsel. Siehst du die Schalttafel? Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. Aber da ist immerhin eine Anleitung. Muss ich vielleicht hier durch? Oder hier hoch erstmal? What do I have to do? Kann ich vielleicht doch hier etwas machen? Nee, legit nichts. Okay, was haben wir denn hier noch so? Ha. Dann gehen wir halt hier hoch. Guck, guck. Guck mal, wer dort guckt. Hallo. Yay. Yay. What about over there? What about over there? Das ist meine Lieblingsvoiceline bisher. What about over there? Schön RT. Oh. Und runter damit. Zack. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Ja, ja, jetzt ist der Strom auch an. Jetzt können wir hier durch. Und jetzt kann ich hier dieser tollen Jamie, Anleitung kriegst du folgen. Das hin?
Was, Jamie? Bin ich jetzt Jamie? Leute, das ist ein Rätsel. Warte mal. Jetzt bin ich hier. Aber jetzt muss ich den und dann den unten rechts, oder? Follow the arrows. Warte mal. Oben links. Zack, 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 zack. Dann würde ich jetzt einfach den anmachen, nur. Nee, warte mal. Easy. Jetzt bin ich wieder Kate. Kate, so springe rauf. Klettern. Entschuldigung. Okay. Und nu? Okay, jetzt sind wir hier irgendwie. Aber was ist da? Hörst du das? Bin ich versteckt? Okay, wer ist er? Frage ich mich. Fuck, muss ich jetzt wieder hier... Was hat er gemacht? Hat er die Tür aufgemacht? Was das wohl ist? Warning. Hazardous Substance. Achtung, Gefahrenstoff. Okay. Also ich gehe davon aus, es ist Gefahrenstoff. Dinge kombinieren mit Sterzig. Ich kombiniere. Geheimnis gefunden. Was ist denn das? Ist das ein Knochen? War das ein Stück Knochen? Geheimnis. So, was ist das hier? Stilettoabsatz. Ah, verstehe. Können wir jetzt hier durch? Nee. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder irgendwas, was wir finden müssen. Or so. Oder wir springen zurück. Must be something around here. Must be something around here. Must be something around here. Über das hier, oder nicht? Aber damit kann ich nichts machen. Kann ich hier vielleicht hoch? Ah ja, ich bin dumm. There must be something around here.
Ja, immer wenn ich das fallen lasse. Hey! Oh. Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben. Klar? Na klar. Kate. Haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen. Ja, okay. Also das Ding ist, der Typ würde mir schon so oder so Angst machen ohne Ende. Kommst du? Aha. Aber ich glaube, ich wäre auch so, Angst? Als ob der uns vielleicht jetzt umbringen wollen würde, ne? Ja. Ich glaube, man denkt das erst, wenn es zu spät ist. Scheiße! Wir werden alle sterben! Ja, tatsächlich. Jetzt geh! Oh mein Gott, entspann dich, Mark. Das ist verdammt steil. Ja, Mann, jetzt geh doch bitte rüber. Geht's? Oh Mann. Fröhlich, du schaffst das. Nee, du schaffst das, sag ich. Du schaffst das. Blick nach vorn, nicht nach unten. Ist okay, ich schaff das. Wirklich? Mitfühlend, geil. Hätte nicht gucken sollen. Das ist nur Wasser da unten. Und du kannst schwimmen. Und die Brücke sieht stabil aus. Soweit. Soweit. Ich helf dir. Komm schon. Genau so. Siehst du? Geht doch. Ich sehe nicht hin. Nicht runtersehen. Klar. Guck. Geile Schuhe. Geht doch. Danke. Imagine, er wäre jetzt mit einem Fuß eingebrochen. Du hast mir schon immer durch solche Scheiße geholfen. Durch solche Scheiße? Wir das war eine Brücke. Mr. Dumet einholen. Wo sind denn alle? Tut mir leid, typisch Stadtmenschen. Na los, wir vergeuden Zeit, Leute. So, jetzt bin ich gespannt, was alles jetzt auf uns zukommt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er der Psycho ist. Ich glaube, er ist so der Handlanger von irgendwen, der Psycho ist, von ihm hier. Ich glaube, er ist der absolute Psychopath. Keine Ahnung, wer er ist es auf jeden Fall. Vielleicht nochmal zusammengefasst für alle. Das Spiel startete mit einer Hommage-Szene an einen Serienmörder, der vor über 100 Jahren sein Unwesen in einem Hotel trieb. Das, wow, Mr. Dumet. Das hier ist jetzt ein Kamerateam, ja, welches über diesen Serienmörder berichtet. Wochenende. Dieser Typ, der uns auf diese Insel gelockt hat, sagt, er hat super viele tausende Artefakte von diesem tollen Typen und möchte die uns gerne zeigen. Und deshalb ist das Kamerateam von den Leuten jetzt in dieses Haus gegangen oder Was zu diesem Haus da? Gekommen, um Da war ein Mädchen. Um sich das anzugucken. Da oben. Aber alles ist nicht so ganz koscher. Kurz zusammengefasst. Vermutlich dein einziger Fan. Und jetzt ist sie auf ewig fort. Du bist so ein Arschloch. Du bist ein Arschloch, also hör mal. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Guck mal, er ist viel zu ängstlich, um Leute umbringen zu können. Ich glaube, er ist so der Handlanger, der Sohn, Mann, keine das Ahnung, ist genial. Von wow. XY. Sieh nur, das ist... Das ist eine Nachbildung. Das ist heftig. Das ist literally eine Nachbildung von dem Hotel. Wir sind nicht vollzählig. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird. Das ist einfach eine Nachbildung von diesem Hotel. Verbremst alles aus. Aaron, zumindest eine versuchte Nachbildung. Rucksack. Machen Sie sich frisch. Wir sehen uns dann zum Abendessen. Um 8. Mr. Dumet, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist einfach fantastisch.
Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Ich bin skeptisch. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist nicht so gnädig, wie es jetzt scheint. Guck mal, da sind auch die Bilder von den Schiffen. Das ist eine Nachbildung von diesem Dreckshotel. Da ist der Counter. 178. Oh mein Gott. Da waren schon 178 Leute, die umgekommen sind. Das ist 100% sein Counter, wie viele Leute gestorben sind. Oh mein Gott, ich komme ihm auf die Schliche. Wer ist die alte Dame? Oh, da bist du ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Okay. Also irgendwas ist da faulig, Freddy. Freddy faulig. Guck mal, selbst der Flur, es sieht alles gleich aus. Es ist cursed. Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott, ich wechsle besser die Unterwäsche. Durch. Oh, Tür zu, da war niemand. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem. Mir läuft hier eiskalt den Rücken runter. Es ist einzigartig. Hast du gesungen? Oh. Ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was. 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Ich frage mich, was jetzt... Dann viel Glück. 183. Verlauf dich nicht. 187. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Ja, da muss eine Verbindung zu 187 sein, keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süßer. Ich hab das Gefühl... Und da wären irgendwas wir. Irgendwas... Tja... Es ist, auch diese Zahl am Anfang, 187 Leute sind da gestorben. Irgendwas muss da sein, was? Gemütlich macht Spaß. Gemütlich Vielleicht macht Spaß. Teilen wir uns wieder ein Zimmer und sind morgens verheiratet. Yippie! Du redest im Schlaf. Habe ich dir wohl nie gesagt. Ach ja? Was habe ich gesagt? Es war eigentlich nur zusammenhangloses Gefluche. Oh, ich war wach. Ich habe Kates Social Media Posts gelesen. Ach, diese Bitch. Okay, hass mich bitte nicht. Aber okay. Sie war ganz nett zu mir. Das mit Mark geht ihr bestimmt näher, als sie zugeben will. Lügen, sie ist ein Roboter. Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Ach so, das Bad Dann ist wieder auf dem Flur, ne? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Okay, woo! Was ist das? Wein, du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp. Kurz für alle YouTube-Zuschauer. Jemand fragt mich gerade im Livestream-Chat, auf welche Bartlänge mein Bart eingestellt ist. Erstens, warum? Aber zweitens... Ich trimme mal auf 5 mm und dann wächst das immer so, bis ich die ganze Zeit da so sitze und so an meinen Haaren rumspiele im Gesicht. Und dann mache ich es wieder auf 5. Jetzt gerade ist es auf, keine Ahnung, 9. Kein Plan, Digga. Da, wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst, bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du? Oh, wetten, bist trink trinkst, das du nicht. Trinkst.
Aber trink das nicht! Du findest mich süß, hm? Oh. Oh. Nimm einen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, aber hat sie gerade einfach ihren Lipbalm fallen gelassen? Wo ist er hin? Oh. Da knistert's. Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Da knistert's. Och. Alles okay? Scheiße. Willst du mir Angst einjagen? Nein. Ach, weil... klappt echt gut. Oh Gott, sie hat Asthma. Ugh, scheiße. Das muss stressig sein. Bist du dir sicher? Seit wann hast du Asthma, Digga? Sie stimmt ja, da fast. Die Angst einzujagen hat wohl nicht geholfen, oder? Nein. Aber Beziehung ernsthaft, aktualisiert. Lipgloss aktualisiert. Ich versuch so zu tun, als wäre nichts, weißt du? Ich will nicht abhängig von einem Inhalator sein. Oh, da kommt wieder jemand zu. Aber Staub und Allergien und ich muss einfach besser aufpassen. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Are you sure also, about that? Ja. Gemütlich. Cozy! Probierst du das echt? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet. Oh. Ein Hauch von Zitrusnoten. Oh. Warum atmet sie so laut? Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Sonnen. Oh mein Gott, ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Dass du süß bist, war keine Lüge. Oh mein Gott, Leute, was mache ich? Was mache ich? Kokett oder schelmisch? Kokett! Let's go! Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßsein. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wollt nicht, dass du dich komisch fühlst. Ich, ja, es ist nur... Wir arbeiten zusammen und Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden und... Verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Aaron. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Was wird das? Oh mein Gott, ich... Oh, du Bitch! Ich verarsch dich doch nur, ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Ja! Fuck yeah! Oh, sorry. Wir haben eine junge Liebe geschaffen! Wer ist das? Sarkastisch. Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja, wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Warum stand der jetzt mir ist so egal, an der Tür? Was ihr da treibt. Dann lungere nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Nach dem Essen. Ich will mal kurz entspannen. Nach dem Essen klingt immer gut. Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Nach dem Essen klingt gut.
Okay, wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann sag's mir mal. Ich hab sie rausgenommen. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Fortsetzung folgt. Verführerisch. Fortsetzung folgt also? Ja, auf jeden Fall. Gibi! Viel Glück bei der Zimmersuche. Komm, na komm, los, los! Warum haut der jetzt ab? Wo zur Hölle gehen die hin? Der Fahrer ist es. Also. Wen hat... Ach du meine Güte. Der hat jetzt die 5 rangeholt und durfte dann vielleicht irgendwie mit seiner Tochter fliehen? Oh. Or so? Ja. Kann das sein? Oh, Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht gestresst. Okay? Er hat einfach das Buch... Sehe ich irgendwie gestresst aus? Tatsächlich? Das war rhetorisch. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Ich hasse Schule. Visitenkarten. Warum Alte Kann man Schule nicht einfach Männer. Sagen, hey, schreib mich auf Twitter an. Auf schwerem Papier gedruckt. Ja, nimm meine Visitenkarte. Da ist mein E-Mail drauf. Nur eine für Mr. Dumas. Nein, Visitenkarten sind schon useful. Ne? Ich wünschte, ich Hast hätte welche. Hast du sie gefunden? Ich... Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Scheiße. Such in der anderen. Such in der anderen. Hast du das nicht schon? Such einfach. Ich habe Angst, dass jetzt irgendwer verreckt von denen. Okay, Räumungsbescheid. Das Studio? Ich habe die Studiomiete vom falschen Konto bezahlt und der Scheck ist geplatzt. Ich muss nur ein anderes... Alles gut. Oh oh. Also ist alles in Ordnung. Deshalb sind Sorg sie dort. Sorg dich lieber um meine scheiß Zigaretten. Sie sind weg, Charlie. Weg? Einfach so? Also hat sie jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder okay. Jamie. Das ist halt so faszinierend, ne? Wie Leute sauer werden, wenn sie ihre scheiß Zigaretten nicht bekommen. Ich verstehe Sucht, aber ist doch überhaupt nicht worth. Warum? Warum sagt man, ach, rauchen? Geil. Tut mir leid. Anna, das geht an dich. Ich weiß, du bist gerade auf dem Konzert, ne? Aber Anna. Lass uns einfach weitermachen. Schon gut. Lass uns einfach weitermachen. Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Brauchst du sie aber so dringend? Beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. Okay, dann gehen wir halt zur Bar. Ah, ich... Riech das Holz. Also, du sagtest, es wäre nichts. Aber das mit der Bank... Du verbeißt dich. Normalerweise eine gute Sache, aber nicht hier.
Ich meine, du würdest uns doch sagen, wenn unsere Jobs auf dem Spiel stehen, oder? Es ist Fernsehen. Da stehen ständig alle Jobs auf dem Spiel. Klar, aber... Es ist okay, bitte, Aaron. Ich habe das mit dem Sender geklärt. Oh, guck mal, die ganzen Wände sehen so komisch aus. Aber hör auf damit. So, was ist das für eine Alles Wende? In Ordnung, Aaron, okay? 100 pro schließen und öffnen sich hier die Gänge die ganze Zeit wieder. Oh, was ist das? Da steht ein Tisch mit Büchern. Das ist doch schon weird genug. Warum höre ich seinen Atem? Das muss halt wirklich nicht sein, ne? Soll ich jetzt vorgehen? Hey, Charlie. Ja. Ich habe gehofft, in der nächsten Staffel vielleicht mehr mit dem Sounddesign zu machen. Kreativere Sachen. Ich liebe Aaron, Sounddesign. Aaron, was du gerade für die Firma leistest, bedeutet uns viel. Deine Taschen schleppen und Wäsche abholen? Absolut. Um es in dieser Branche zu schaffen, musst du zeigen... dass du die Drecksarbeit machen kannst. Okay, sind hier Zigaretten? Ich... Durchsuchen. Du solltest dir einen Assistenten suchen. Assistenten? Ach, das war eine dumme Idee, Charlie. Abgeschlossen. Assistenten? Einen persönlichen Assistenten? Sozusagen. Und dann könnte ich beim Schnitt helfen. Jetzt brauche ich wieder irgendein Schloss, ne? Beim Schnitt? Beim Tonabmischen. Hör mal, ich meine, du hast so viel zu geben, so viel Erfahrung. Untersuchen. Und das ist die Chance, dieses Wissen weiterzugeben. Stimmt, das ist es wohl. Bei einem Assistenten wären auch meine Kippen sicher, nicht wahr? Genau. Willst du immer noch Filmregie führen, Charlie? Hall. Ich führe Regie. Aha. Nein, ich meine bei richtigen Filmen. Mit einem Budget und großen Stars. Liegt hier denn irgendwo Aaron, zu du musst etwas Wichtiges verstehen. Bei unserer Arbeit, die sehr wichtig ist, ist die Wahrheit. Der Star. Bro, also... Oh, richtig. Du willst Zigaretten. Sorry, Charlie. Ja, lass uns Zigaretten also, suchen. Willst du keine großen Filme drehen? Nein, Themenwechsel, ich will bitte. Zigaretten. Ich will Zigaretten. Hi, gibt's hier Zigaretten? Hey, vielleicht ist Mr. Dumet im Hinterzimmer. Du könntest ihn nach Zigaretten fragen. Gibt's hier Zigaretten? Hallo? Zigarettes? Boah, nee, jetzt kann ich ja nicht aufhebeln, oder? Öffne die Bar. Gehe dem Geräusch auf den Grund. Cool, mach ich. Geräusche auf den Grund gehen, das kann ich gut. Wo ist denn die Bar? Jetzt liegt hier ein Schlüssel. Jackpot. Aaron, hab den Schlüssel. Bar? Okay, warte mal. Und die Bar ist jetzt dort? Oh, wow. Ist das hier die Bar? Knickknack. Also hat uns da gerade jemand den Schlüssel hingelegt. Einfach so. Oh. Ich suche mal nach einem Geschenkeladen oder so. Ich hatte heute schon einen Asthmaanfall und dieses Staubinferno fehlt mir da gerade noch. Du könntest Zigaretten geben. Genau. Gutes Mädchen. Okay. I don't see shit, Hallo? To be honest. Zigaretten! Mr. Dumet? Ja! Yippie! Ja! Oh, fuck. Natürlich will er es passend. Verdammt! Okay, und jetzt muss sie ja irgendwo eigentlich noch Cigarettes oder hier... Oh. Steht da eine Puppe? Wow! Eine Animatronik! Ha! Unglaublich. Was darf es sein, Mr. Dumet, Sir? Eine Schachtel Zigaretten, bitte! Eine Schachtel Zigaretten, bitte! Hallo? Hallo? Eine Schachtel Kippen!
Wäre auch zu schön gewesen. Das egal. Ist cursed. Danke, Robo-Barkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen. Das gibt's nicht. Du hast bestimmt kein Wechselgeld da hinten, oder? Dachte ich mir. Fuck, ist das creepy. Er stellt sich auch nicht mal die Frage, okay, der hat hier einfach eine Puppe, die redet. Das ist ihm völlig egal. Miss Kelly Schröder. Ich möchte Sie wieder einmal unglaublich in Arbeit bedanken, die Sie und Ihr Team am Hotel geleistet haben. Außerdem möchte ich Ihnen eine aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Der Unfall der Notcrew auf der See war irgendwie eine Tragödie. Bitte erlauben Sie mir Teil des Teams. Krass. Es sind anscheinend schon mal welche gestorben. Okay. Aber mir fehlt immer noch Geld. Ja. Okay, ich brauche so oder so das Geld. Aber gut. Oh. Gucken wir mal rein. Kann ich hier hoch oder runter? Nee, warte mal, warte mal. Was habe ich denn hier links? Ah. Oh Gott. Nächste Runde auf mich. Gleich guckt mich dieser blöde Animatronic da an, 100 Pro. Habe ich jetzt eine Münze? Ja. I hope so. Junge, seinen Arm gerade. Komm zu Papa. Jawohl. Endlich zieh. Hey. Hey. Oh nein, 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 bitte, komm schon, nein! Was soll ich machen, Mann? Ich gebe ihm mein Bestes, wirklich. Ja, und jetzt? Finde einen Weg, die Zigaretten aus dem Automaten zu holen. Was ist denn hier für eine Tür? Die kriege ich nicht auf. Finde einen Weg, was ist denn hier mit? Ah ne, das ist immer noch der Zettel. Oh, ja. What the fuck? Was? Nein, komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Du Schrotthaufen, gib sie mir! Gib mir meine Zigaretten! Du Mieses. Das war's. Ey, Bro, ich hole meinen Keygrip und die prügelt dich windelweich. Hey, Charlie! Ja, bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, da war doch ich komme. Jemand hinter ihm, oder? Und zu dir komme ich mit einer verfickten Brechstange wieder. Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was? Oh, lol. Hat ihn jetzt nicht gejuckt, oder? Das ist fucking creepy! Du miese Sau. Gibt's jetzt Essen wenigstens? So, Mark. Marks Schlafzimmer! Hey. Hi. Ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Cool. Willst du jetzt... Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja. Okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Entschuldige. Soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Marc, was ist los? Jetzt erzähl doch. Und ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles... Wirklich? Ja. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Marc ist halt... Mal, was zu riskieren Marc und einfach, ist halt einfach... Du hast eine Woche ein krasser Motherfucker, bevor du das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Es war nicht das Richtige. Der Job war nicht das Richtige. Die Zugsache hat's bestätigt. Ach komm, als ob. Du musst mir nicht glauben. Na los, drehen wir endlich.
Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Oh nee, jetzt nicht auf dem Dachboden oder so ein Shit. Du siehst in jedem Licht gut aus, oh Gott. Na, komm! Du siehst in jedem Licht gut aus, keine Sorge. Willst du dich einschleimen? Ja, funktioniert. Vielleicht. Auch gut. Leute, Mark, wir erschaffen Beziehungen hier. Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Begeistert, goldene Stunde, geht's los. Kann ich dir was sagen, zögerlich? Goldene Stunde, los geht's. Ich mach mal begeistert. Das ist goldene Stunde. Wir finden ein gutes Plätzchen. Ich weiß nicht, warum ihr Kameranerds das so nennt. Es sind höchstens 15 Minuten. Ja und nein, wenn du den richtigen Reflektor... 15 Minuten. Höchstens. Los, lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Ach, ich riech das Holz in den Wänden hier. Wohin? Auf dem Balkon sehe es gut aus. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt passiert hier. Was ist mit dem Raum? Wie ist die neue Wohnung? Wow, was wird das? Wird nur das Licht checken. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Ach, das ist ihr Zimmer. Mein Zimmer ist mein privater Rückzug. Entschuldige. Ich wusste nicht, so dass... So eine Therapie ist ja ganz sinnvoll. Ich wusste nicht, dass Hotelzimmer... ein paar der Regeln sind echt bescheuert. ...so privat sind. Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung... Man kann das Spiel alleine spielen. ...Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle. Man kann es aber auch zu zweit online oder zu fünft Koop auf einer Couch spielen. Für offline. Liste. Jetzt steht sie hier vor der Wand. Ja. Warum stehst du hier vor der Wand? Du hast wohl recht. So, was ist das für ein Zimmer hier? Falls uns Dumet hier ach, das erwischt, ist doch schön. Brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein... Scheiße! Das hat mich zu Tode erschreckt. Mich nicht. Bin ja Horrorgames gewohnt. Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Ach, was ist das wie kommst hier? Du darauf? Weil er unsere Handys einkassiert hat wie bei Teenagern? The truth behind America's first serial killer. Geheimnis gefunden. Seit seinem Erstlingswerk 2002 ist Joseph Morello von der Serienmörder-Spurensuche fasziniert. Und... Scheiße. Fuck. Sekunde. Joseph Morello. Fasziniert. Und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H. Holmes... In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seine eigenen Recherchen und Veröffentlichungen und trennt Fakten von Fiktion und Beweise und die Wahrheit. Aber hieß der Inhaber nicht eigentlich anders? Also der eine ist ja abgehauen, wo wir dachten, dass das unser Gastgeber ist. Der war ja dann jetzt irgendwie nicht mehr da. Das weckt Erinnerungen. In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Rebell. Ich habe das Gefühl, das war vielleicht eine Axt oder ähnliches. Muss ich gestehen. Hier liegt noch was. Da oben liegt ein Buch. Komme ich da ran? Was kann Mark? Oh, Mark hat irgendwas dabei, ne? Warte mal. Mark, was hast du? Hier, Mark hat so einen Stab. Knickknack. So. Komm mal runter hier. Ich hab's gefangen. Chat, ich hab's gefangen. Geheimnis gefunden. Geburten, Tode, Eheschließung. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Elaine und Stephen Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Lucinda Munday geben die stolzen Großeltern George und Irene Munday aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector Whalen bekannt. Aber das ist eingekreist. But why?
But why? Ach ja, jetzt erstmal auf den Boden legen, ne? Ist ja, du hast halt direkt vor dir ein fucking Bücherregal, du Honk. Naja, ist nicht mehr mein Problem, ne? So, jetzt die Frage, gehen wir jetzt hier Balcony? Wir wollen jetzt zum Balcony, aber ich glaube, ich erkunde hier nochmal ein bisschen. Sieh dir die Tapete an. Oh damn, but why? Oh, hier ist alles die abgekratzt. Ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Nee, vergiss es. Hier drin sieht alles genauso scheiße aus wie ich. Dumet will wohl alles erhalten. Ist sicher nicht einfach hier draußen. Ich geh mal hier ich hoch. Bin ja auch ein immerhin Fan ist hier eine schöne Leiter. Aber irgendwann muss man es aufgeben. Ja, aber du kannst nicht so ein altes Haus von einem auf den anderen Tag verfaul doch ne? alles. Fäulnis. Du verfaulst. Das ist es. Was? Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt weiß ich, was es ist. Verwesung. Ja, was mache ich denn hier gerade? Sag mal. Ist ein altes Haus. Ich habe das Gefühl, tote ich komme auch. Fische am Inselstrand. Ich komme Tiere auch gar nicht Wald. Hier durch. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Ja, ist abgeschlossen. Deshalb es muss einen bei. Ausweg geben. Einen Schlüssel gibt's vor allem. Okay, wir gehen erstmal oben lang. Einfach weil wir es können und weil wir es jetzt gerade schon fast gemacht haben. Okay, schön hier durch. Schnick, schnack, schnuck. Loslassen, B. Hopp. Hopp. Warum ist da eine Leiter? Also ich bin ein bisschen confused. Hat er jetzt gerade schon wieder Englisch gesprochen? Die Rudder. Wo können wir denn hin? Wo können wir denn lang? Müssen wir hier runter? Ich könnte hier runter. Oder wir springen dort rüber. Wobei ich glaube, das könnte vielleicht zu weit sein. Naja, das ist definitiv zu weit. Gut, dann gehen wir hier runter. Was soll's. Gut, gehen wir hier schön die Leiter wieder runter. Ne? Ah, wir werden beobachtet. Na, klasse. Danke dafür. So, das hier sieht wieder aus, als könnten wir das schieben. Schön hier hin, wa? Ah. Nee, mach mal richtig jetzt. Nee. So. Loslassen. Abfahrt. Jetzt können wir schön hier wieder hoch. Ne? Zack. Hier runter. Geh mal durch, Schatz. Und dann machen wir hopp. Hopp. So, und jetzt können wir hier schieben. Mark, ein Shortcut. Alles gut da drin? Klar. Bin wieder da. Kann ich hier rüber jumpen? Ah, jetzt müssen wir hier wieder runter und dann den Schrank schon wieder zurück machen. Jetzt verstehe ich. Komm, ein bisschen schneller, mein Kind. Ein bisschen. So, jetzt nehmen wir hier den guten. Ziehen den schön hier rüber. In diese wunderbare Lücke. Bäh. Rags rüber. Jump. Schön on the top of the building. Right here. Knick, knack. So. Huh. Ha! Huh! So, und jetzt gehen wir hier runter. Ja, geil, Leute, Alter, wir sind so ein Rätselmeister, ne? Ich bin ein Rätselmeister, nicht du. So. Mein Allerheiligsten. Und jetzt? So. Machen wir. Zack. You can do this. Zack. Und hier ist irgendwo der Schlüssel, wa? Hier? Ja, da hängt er. Joink.
Balcony. So, jetzt können wir auch endlich da durch. Ich habe 4 Items dabei. Eine Kamera. Gut. Was ist das hier oben? Irgendwas anderes noch, ne? Gut. Knack mal auf jetzt hier. So, und jetzt können wir auch... Junge, wie sie da steht. Bloody hell, brother. Verschlossen. Schlüssel. Und rein. Oh, ich bin so ein Profi. Mein Gott, bin ich ein Profi. Ein absoluter Profi. Oh. Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch. Meine Höhenangst sagt was anderes. Ach, jetzt beruhig dich doch mal. Keine Sorge, du siehst gut aus. Wovor hast du Angst, Miss? Stets bereit für die Kamera. Das wollte ich aber nicht sagen. Sieht toll aus, wie immer. Ich mache jetzt die ganze Zeit Komplimente. Ich mache es einfach. Was ist das? Oh, lol. Das ist die Kette und der Ring. Was ist das hier? Der Hut? Kate, sieh mal hier. Das ist sein Hut. Hut? Das ist der Hut von Holmes. H. Holmes. Nicht anfassen. Fuck! Alles okay? Nein! Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Hey, das Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Ja, verdammt, wir haben können nichts. Können wir bitte... Noch ist Zeit. Bitte essen. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon. Meine Fresse. Hey, sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht das er. Das schaffst du schon. Du warst auf Streit aus, gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark, nicht meins. Charlie kann anstrengend sein. Charlie kann ein... Komm, einfühlsam. Ich weiß, Charlie kann anstrengend sein. Hast du seine Notizen gesehen? Ja, habe ich. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil du... Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Er denkt, wir gehören ihm. So sind Regisseure. So sind Regisseure nun mal. Das ist ihr Job. Sie haben eine Vision. Dafür braucht man ein großes Ego. Also bin ich einfach still und halte die Kamera. Deshalb muss er noch lange kein Arschloch sein. Das stimmt. Man, aber versetz dich mal in seine Lage. Über 40 und noch immer kein großer Durchbruch. So. Kate, diese Show ist der größte Erfolg, den er je hatte. Stimmt wohl. Komm! Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Ich werde auch mit ihr zusammenkommen. Ne? Hau ab, solange du noch kannst. Ich dachte, wir gehen gemeinsam. Ich dachte, wir gehen gemeinsam als ein Team. Mark, du willst das hier nicht. War das zu viel? Es ist nur ein Job, bis du dir einen Namen als Fotograf gemacht hast. Erwarte nicht... Ich weiß. Ich hasse diesen Dokumentationsscheiß. Charlie hat weder Ahnung von Bildkomposition noch von richtigem Storytelling. Dann zieh weiter. Hast recht. Die Entscheidungen sind nicht mal recht. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Kate? Kate! Mark! Essen! Essenszeit. Seid ihr nicht hungrig? Ich bin sehr hungrig. Ich bin wirklich sehr hungrig. Hat er uns gehört? Offensichtlich. Scheiße. Wobei, ich war tolerant. Aber Charlie hat uns gehört. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert jetzt hier. Warum habe ich das Gefühl, dass unter den Dingern gegebenenfalls wirklich Leute sind?
bin ein bisschen verwirrt, ey. Was soll das? So, jetzt sitzen wir da am Tisch. Hey, Leute. Wann kommt Essen oder wie kommt Essen? Weil es wird ja nichts kommen. Das wissen wir ja. Beziehungsweise glaube ich es nicht. Vielleicht kommt jetzt die alte Lady, die jetzt einen Teller Essen mit reinbringt, aber... Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Nee, sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Wer lädt zum Essen ein und kommt dann selbst nicht? Ihr habt ihn doch nicht irgendwie verärgert, oder? Nein, Dad. Sein Blick erinnert mich an alle anderen Insiderquellen von Lonnet Entertainment. Komm schon, Kate. Hallo! Hi! Mr. Dumet? Essenszeit! Mr. Dumet! Ich glaube nicht, Sie dass haben sich Essen aber kommt. Fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch recht. Dumet? Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Oh, ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten's verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Hier ist ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht habe. Das muss ein Kind sein, oder? Hat er nicht eine Familie erwähnt? Weiß ich nicht mehr. So oder so, warum sind die weggegangen? Sind wir jetzt ganz alleine hier? Es scheint so. Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Er hat sicher einen guten Grund. Ich bin sicher, er hat seine Gründe. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht hat er Pizza bestellt und sie liefern nur bis zum Anleger. Wir könnten uns das zunutze machen. Wie? Na, denk mal nach. Wir sind hier umgeben von der perfekten Kulisse. Alles läuft nach Plan. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ja. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Ich will nicht sterben. Oder vielleicht ist er ich einfach will verrückt. Nicht sterben. Wäre nicht das erste Mal, dass Charlie ein Expertenbuch, der in Wahrheit bloß ein Fan von Serienmördern ist. Ich will dir ja nicht zustimmen, also echt nicht. Oh. Aber das sage ich die ganze Zeit. Dimmer talkt einen Scheiß. Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, mein Gott. Jamie. Musst du nee, ich glaube tatsächlich. Das ist nicht hilfreich. Ich glaube tatsächlich. Okay, bitte, aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Mensch, ja, eine ziemlich awkward Stimme. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Der Automat war kaputt. Das Fiese ist, ich habe einen Automaten gefunden, aber wie alles an diesem beschissenen Ort ist er alt und kaputt. Also was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Ja. Wie ist der Plan, Charlie? Fände ich witzig, to be honest. Wenn wir hier still sitzen und ganz fest dran glauben, drehen die magischen Studiowichtel die Folge vielleicht für uns und schicken sie dem Sender. Schön Studiowichtel. Ein Toast auf die magischen Studio-Wichtel und Charlies geniale Pläne. Auf die Studio-Wichtel. Ich möchte auf euch alle trinken. Also ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie... Ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Kuss. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Kuss. Dank dir bleiben die Leute dran. Erin, die hat meine Zigaretten verloren. Und zu guter Letzt unser Neuzugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. So. Einfach mal von allen die Beziehung erhöht. Ich danke euch für eure Arbeit. Prost. Prösterchen, Amigo. Prost. Auf uns. Prösterchen. So, und wer kriegt jetzt einen Armbrustpfeil ins Auge? Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, er hat uns sowas von gehört. Nee.
Er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Hä? Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Ich werde ihm was erzählen. Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Abfahrt. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Hast recht. Schon dabei. Oder, Leute? Fantastisch. Das hört sich Fantastico. Geil, Leute. Sollte nicht lange dauern. Ich bin mega toll gespannt. Toll. Was toll die jetzt hier machen. Beziehungsweise, was jetzt der Turn ist. Ich gehe davon aus, die bemerken. Oh. Gott, der macht Puppen von denen, oder? Das ist halt fucking creepy. So, Friends. Trotz all dem soll es das erstmal für heute gewesen sein. 20 Uhr? Ich find's geil. Ich bin gehookt. Ich hab fucking Bock, zu wissen, was hier vor sich geht. Ne? Mal gucken. Spiel kommt morgen raus. Ne? Das war's erstmal hier. Bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Like da und so. Tschüss. Ne? Winke, winke. Bye, bye.